Ja, ich fand es fantastisch. Es war lustig und belebend. Das war die erste Operette, die ich je gesehen habe. Und das hat mich ungeheuer gefreut. Ja. Die Qualität war super. Tolle Inszenierung, schöne Kostüme und gute Sänger. Absolut perfekt. Musikalisch war es sehr fein dirigiert. Also tolles Orchester. Wir finden es fantastisch. Es ist auch etwas, das die Jungen hören können. Ja, es war wunderbar. Ein schöner Abend. Schöner kann es nicht sein. Ich finde es wichtig, dass im Theater auch, vielleicht nicht nur, aber auch Schönes, Erheiterndes, Erhebendes geboten wird. Ein alter Burschen, die Idee, hier Wiener Blut zu machen, war eine Idee von Alexander von Klenk, der zwei Produktionen von mir vorher schon gesehen hat. Der Fürst Itzheim in dem Stück und ich bin eigentlich der Fremdkörper, weil das Ganze spielt in Wien und eben wie gesagt, ich mache das Ganze auf Sächsisch. Sie bestatten doch gar. Bitte, 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 den Handschuh. Jetzt hast du den Ja, also Wiener Blut symbolisiert für mich ein Lebensgefühl aus dem alten Wien, aus dem alten Hitzing, aus dem alten Döbling. Doch Spaß, die Funktion, die der Josef in dieser Operette hat, auch von Anfang an gleich durchzustarten, um das Stück auch hochzuziehen. Das ist super aufgegangen, auch in der Akustik und vom Arrangement hat das sehr gut gepasst. Ich habe mich riesig gefreut, bei dieser Produktion mitzumachen, denn Wiener Blut ist eine ganz, ganz tolle Operette. So, vom heurigen Garten bis zum großen Ball ist eigentlich alles gegeben. Ich glaube, das war wirklich ein Glücksgriff. Ich kann sagen, wir haben eine wunderbare Gruppe, wir haben es lässig miteinander, nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne. Es müssen ja Bühnenbauer, Kostümbildner, Musiker, Sänger, Tänzer, Organisatoren, Techniker, alles Mögliche muss ja zusammenwirken, damit es überhaupt zu seiner Aufführung kommt. Der zweite Akt ist mehr so ein Peppi-Akt. Da kommen dann die größeren Geschichten, nämlich der Komtessentanz und die große Prüfszene. Also es kommt so, steigert sich so im Laufe des Abends. Meine Rolle, die ich spiele, ist ein alter Ringelspielbesitzer, also Karussellbesitzer in Wien am Prater. Mein lieber Zedler! Es ist ganz witzig, so einen Sachsen zu spielen als Schweizer. Die Anna Blo.